Hallo und guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Deutschen Arbeitgebertag 2023. Das ist der Platz, wo man heute im politischen Berlin bleiben sollte und wo man hingehen sollte. Wir sind ausverkauft. Tut mir leid für diejenigen, die noch stehen müssen, aber ich vermute, im Laufe des Tages werden Sie noch viele Inspirationen und Begegnungen haben. Und nicht nur Sie als unsere wichtigen Gesprächspartner, als die Menschen, die uns zuhören, sind herzlich willkommen, sondern wir werden im Laufe des Tages auch ein wirklich beeindruckendes Line-up haben. Der Kanzler hat trotz Israel-Krise, trotz jordanischem König, trotz Abreisen nach Israel seine Zusage aufrechterhalten, also der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Finanzminister kommt, der Arbeitsminister kommt, viele zahlreiche kompetenten Referentinnen und Referenten sind heute hier. Freuen Sie sich auf ein spannendes Programm und ich darf Sie herzlich im Namen von Dr. Rainer Dürger, dem Arbeitgeberpräsident, hier im BCC willkommen heißen. Und selbst wenn Sie nicht auf der Bühne stehen, wenn ich in die ersten Reihen und auch nach hinten gucke, die Chefin der Rentenversicherung, die Führung der Bundesagentur für Arbeit, diese gewerkschaftlichen Vertreter, viele Unternehmenslenkerinnen und Lenker sind da, Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter. Ich glaube, dies ist eines der zentralen Netzwerk-Events, die es in Berlin in diesen Wochen gibt. Und ich freue mich, dass Sie dieses durch Ihren Besuch, durch Ihre Teilnahme beim Deutschen Arbeitgebertag so bestätigen. Und es gibt ein traditionelles Programm. Der Arbeitgebertag wird durch die Rede, durch die politische Positionsbestimmung des Arbeitgeberpräsidenten eröffnet. Für diejenigen, die möglicherweise nicht im Saal, sondern zu Hause sitzen, es gibt auch Zeitungen, die liegen auch auf ihrem Platz. Ich darf jetzt keine Werbung machen, wo Sie den einen oder anderen Gedanken auch nachlesen können, aber live ist natürlich besser. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen für den Familienunternehmer aus Heidelberg, den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Es gibt jetzt die politische Standortbestimmung von Dr. Rainer Dürger.